Mich reizten zwei Dinge an diesem Projekt. Zum einen gibt es kein Genre, kein Vorbild, an dem ich mich orientieren könnte. Und das finde ich fantastisch. Zum anderen durfte ich Sam kennenlernen. Ich mochte sie auf Anhieb und hatte den Eindruck, dass wir viel Spaß haben würden. Christian Grey. Ich bin Anastasia Steele. Ich habe nur 10 Minuten. Bitte nehmen Sie Platz, Miss Steele. Der Score ersetzt in gewisser Weise die Beschreibungen im Buch. Nehmen wir zum Beispiel ihr erstes Treffen im Büro. Im Buch denkt sie, wow, dieser Typ ist umwerfend. Im Film muss dieses Gefühl durch die Musik vermittelt werden. Sie studieren Literatur? War es Charlotte Bronte, Jane Austen oder Thomas Hardy, der ihre Liebe zur Literatur geweckt hat? Hardy. Sie lässt uns die Spannung spüren, die zwischen den beiden während dieser Unterhaltung herrscht. Ich hätte gedacht, Jane Austen. Ich wollte den Score sehr einfach halten. Er sollte sich nur darauf konzentrieren, die Beziehung zwischen Anastasia und Christian zu untermalen. Romantische Momente, aber auch die sexuelle Spannung. Ein sehr einfacher Score. Doch stellenweise hat er auch durchaus düstere Parts. Wir sollten miteinander reden. Wie normale Menschen? Ja. Trotzdem sind diese Parts romantisch. Sie spiegeln ihr Unvermögen, sich ganz aufeinander einzulassen. Einfache Rhythmen haben für uns Komponisten etwas Entspannendes. Man spielt eine gleichmäßige Melodie. Das erzeugt diesen entspannenden Effekt. Ich lebe in einer sehr anstrengenden Welt. Etwas so Schönes machen zu können, das mich zeitweise sogar in einen hypnoseartigen Zustand versetzt, in diesen Genuss komme ich nicht oft. Deshalb genieße ich dieses Projekt umso mehr.